Nach einem anstrengenden Drehtag sitze ich gern mal allein oder mit Freunden in einem der vielen schönen Mündner Biergärten und beobachte meine Mitmenschen. Ich genieße meine mitgebrachte Brotzeit, ein frisches Bier und schaue den anderen Biergartenbesuchern zu, die ich bei vielen Besuchen studiert habe und mittlerweile in Kategorien einteile, wie zum Beispiel der schnell nach dem Büro noch in den Biergarten-Typ. Das ist ein Typ, der nach der Arbeit noch kurz in den Supermarkt gesprungen ist und mit Plastiktüte und Kassenzettel in der Hand nach einem Platz sucht. Ich biete ihm einen an und schon packt er ein Ciabatta, ein Sackerl Zitronen, einen abgepackten geräucherten Lachs, zwei Paar Wiener und Pappteller aus. Seine Krawatten steckt salopp in der Brusttasche seines Businesshemdes, damit sie nicht mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten angesaut wird. Es überrascht mich nicht, dass er mich um ein Messer bittet, welches er in der Eile leider vergessen hat. Das Brot, das könnte er ja so abreißen, aber die Zitronen. Dabei bemerke ich schon seinen sehnsüchtigen Blick auf meine Fleischpflanzerl. Als nächstes der Mutter-Kind-Austauschkreis. Bis die schon einmal sitzen. Nein, Sebastian Leon, du setzt dich bitte zum Franz Ludwig und du, Marie-Sophie, kommst erstmal zur Mama. Dir geht's heute nicht so gut, du hast heute schon dreimal gespuckt. Ja, hallo Severin Tobias, wo ist denn deine Schwester, die Sarah Talula? Komm, jetzt setzt euch hin, erst was essen, dann spielen. Bitte haltet euch an die Regeln. Wir hatten das vorher alles durchgesprochen, okay? Ah, da kommt ja noch Tristan, jetzt sind wir komplett. Ich könnte mir ja schon die Namen nicht alle merken. Aber wenn die Kinder dann gegessen haben und auf den Spielplatz geschickt worden sind, dann ist die Bahn frei für die Mütter, die sich natürlich mit ihrem Mitgebrachten übertreffen wollen und müssen und die dabei immer über andere Gäste hinweg ihren Kindern zurufen, was sie tun und was sie lassen sollen. Ist dann aber doch einmal eine Mami nicht schnell genug, wenn ein Kind getröstet werden muss, dann bin ich auch schon öfter mal mit einem Stückerl Brezen eingesprungen. Dann kommen die zugezogenen Pseudo-Bayern. So bezeichne ich jene Biergartengänger, die vor Jahren einmal nach Bayern, sprich nach München gezogen und seit dieser Zeit wohnorttechnisch Bayern sind. Aber halt nur wohnorttechnisch. Aber gut, wenn dann der Besuch aus den heimatlichen Gefilden anreist, mutieren sie natürlich zu Urbayern. Und da muss man auch zeigen, wie man sich in einem Biergarten verhält und was man in Bayern isst. Dazu sind sie natürlich auch sehr bayerisch angezogen. Man bekennt sich, beide in Jeans mit Trachtenapplikationen vorn und am Hintern, beide in Wanderstiefel, sie in braun, mit rote Schuhbandel, er mit blaue, was sich logischerweise in der Oberbekleidung fortsetzt. Sie das rot karierte Hemd, er das blau karierte. Sie hat sich Zöpferl geflochten mit rote Bandel, er nicht. Und wenn die beiden dann vom Einkauf am Essensstandl zurückkommen, dann gibt's eine Präsentation. Wir haben euch jetzt lauter typisch bayerische Brotzeit mitgebracht. Das hier ist Carpaccio vom Semmelknödel an Zwiebeln auf Essigölspiegel und das ist Radi und Radiesal, quasi das Ehepaar des bayerischen Gemüsegartens. Und wenn's dann zur Nachspeise ein Zwetschgendatschi holen, dann wird der wahrscheinlich als Pflaumengeplätteter präsentiert. Naja, und dann gibt's noch uns, die Echten, die Originale. Wir sitzen gern an einem schattigen Platzerl, genießen unsere mitgebrachte Brotzeit wie Fleischpflanzl oder Wurstsalat, dazu eine große Brezen und ein süffiges Bier. Wir sitzen gemeinsam an einem großen Tisch und freuen uns des Lebens. Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land. Das hat der Ludwig Ganghofer gesagt und ich sage,
Wen ich mag, den nehme ich mit in einen von Münchens Biergärten. In diesem Sinne, vielleicht sieht man sich einmal auf einem Ratsch an einem lauschigen Platz. Danke.